Fazit zum Alkoholverbot. Vom 25. Juni bis zum 31. Oktober galt in Teilen der Cottbuser Innenstadt ein Alkoholverbot. In dieser Zeit wurden von Ordnungskräften 83 sogenannte Gefährdungsansprachen inklusive Platzverweis gehalten. 14 Bußgelder wurden verhängt, insgesamt waren 94 Kontrollstreifen im Einsatz. Lausitzer Straße wird saniert. Anfang 2020 soll die Lausitzer Straße in Ströbitz erneuert werden. Betroffen ist der Bereich zwischen August-Bebel- und Berliner Straße. Parallel wird auch die angrenzende Industriebrache verschwinden. Eine Supermarktkette will dort dann eine neue Filiale aufbauen. Die Eröffnung wird sich aber noch eine Weile hinziehen. Erst Mitte 2021 soll der Markt fertig sein.